Moin Leute, ich bin der Wulle, willkommen im Bastelkeller. Wir machen heute ein Firmware-Update auf dem DALI BMS. Es handelt sich hauptsächlich um die 4S-Variante aktuell. Bei den anderen habe ich noch keine Erfahrung, deswegen sage ich dazu erstmal nichts. Die Batterie, die hier links steht, von mir aus gesehen zumindest links, da ist schon die neue Firmware drauf, die ich da habe. Hier rechts ist noch die Original-Firmware drauf. Hier an dem rechten BMS hängt auch die Beleuchtung und das Licht, was mich jetzt hier anstrahlt, hängt an dem BMS hier. Wir gucken uns mal die Bluetooth-App an. Da ist mir nämlich was aufgefallen. Wir gehen jetzt erstmal auf das BMS, wo noch nicht die Originalsoftware drauf ist. Wie wir sehen, Softwareversion 09.11, keine Ahnung. Aus welchem Monat, Jahr die stammt. Interessant ist der Batteriecode. Beide BMS, die ich hier habe, sind beides SH39F003. Es ist einmal ein 150er und einmal ein 80er. Also es sind schon unterschiedliche BMS, haben aber dieselben Boards. Das ist halt auch für das Update interessant. Auf dem F004 funktioniert zum Beispiel nicht. Parametereinstellungen, wir wissen ja, diese komischen DIP-Schalter hier, die haben irgendwie nie funktioniert. Kennwort wieder, geht nichts aus, Passwort ändern, funktioniert hier ja auch nicht. Wer jetzt Hoffnung hat, dass das funktioniert, weil beim 80er hat es nicht funktioniert. Das kann natürlich sein, dass es bei dem 150er jetzt funktioniert. Das ist aber anscheinend unterschiedlich. Ich habe von einem Zuschauer eine E-Mail gekriegt, der mir geschrieben hat, hör mal, der hatte die Version ab Mai drauf. Ich glaube 12. Mai oder sowas, 2021. Er konnte bei seinem 4S das Passwort ändern. Die Version, die die haben, die ist jetzt vom Juni. Kann es sein, dass das BMS generell zu alt ist oder dass es auch an dem Bluetooth-Dongle selber liegt, dass man das Kennwort da noch nicht ändern kann. Er hat auf jeden Fall auch einen Bluetooth-Dongle mit Knopf, das habe ich jetzt bei beiden BMS leider nicht. Zur Bluetooth-App kurz, seit neuestem, also die updaten ja langsam mal die App und hauen auch ein paar Bugs daraus. Man sieht jetzt, was die höchste und niedrigste Zellenspannung ist, das ist ja auch neu. Wird ja gerne hier rot und blau jetzt markiert und ich gehe mal kurz aufs andere BMS. Das ist jetzt 80er mit der neuen Firmware. Und wenn ich hier in Parametereinstellungen gehe und sage hier aus, Kennwort ist natürlich weiterhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil Kennwort ändern ging ja hier nicht. Sage hier Auswahl, stelle ich im Dust an. Auch hier sieht man, dass es abgeschaltet ist. Damit ihr mich wieder seht, ich mache mal wieder Licht an. Das funktioniert auch mit dem Laden. Das ist jetzt so das Erste, was mir mit aufgefallen hat. Also ein paar Sachen ändern sich auf jeden Fall schon mal. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Update funktioniert. So, wir sind jetzt auf dem BMS. Wir stoppen das hier alles mal. Wir lesen hier mal alles kurz aus, damit ihr das auch seht. Hier sehen wir auch nochmal das Board. Hier steht Softwareversion 9.11, Hardwareversion 1.10. Das könnte ich euch bei dem 80er jetzt gar nicht sagen, was es da ist. Aber wir gehen jetzt mal mit dem Update und die ganzen Daten könnt ihr euch runterladen. Ich habe einmal von Anfang des Jahres schon eine Version. Die ist vom, hier sieht man es, 1. also 3. Januar, da gab es schon einmal ein Update, das hatte schon auf dem Kleinen drauf. Und es gibt einmal, das ist jetzt die aktuelle, wie wir hier sehen, vom 29.06.21. Die werden wir installieren. Die Links dazu packe ich euch in die Videobeschreibung.
Also ihr geht einfach hier auf Optionen, ISP, Codeload, sucht euch die Datei raus. Die müsst ihr natürlich vorher anpacken, das kommt natürlich als ZIP-Datei an. Sagt hier Code, Region und sagt Start Update. Bei mir ist nichts passiert, während ich am Laden war. Anscheinend entladen darf man währenddessen, weil wir sind ja mit 1 Ampere nebenbei am Entladen. Das funktioniert wohl. Aber Laden scheint ein Problem zu sein, dann startet das Update nicht, falls ihr da Probleme habt. Noch eine Sache, die eventuell Probleme machen, sind, dass die Last nicht mehr richtig angezeigt wird. Deswegen zeige ich euch jetzt gleich noch, wie man einmal ordentlich kalibriert, ohne dass es ein Hin und Her gibt. So, Firmware-Update okay. Dann könnt ihr schließen, geht einmal auch komplett aus dem Programm raus. Ja, wir wollen die Verbindung trennen. So, dann dauert das gefühlt 10 Sekunden. Das müsst ihr halt mal kurz abwarten und danach könnt ihr eigentlich direkt wieder aufs BMS drauf. Und auch in der Bluetooth-App müsstet ihr jetzt schon direkt sehen, dass alles funktioniert hat. Wir gucken jetzt nochmal nach. Lest uns hier mal alles aus, bitte. Jetzt haben wir eine Hardware-Version von 2.10. Ist wahrscheinlich, also die Firma selber, Software-Version 6.29. Eigentlich ein Rückschritt, was eigentlich nicht sein kann, weil das BMS ist, müsste jetzt auch ungefähr ein Jahr alt sein. Bevor wir jetzt mit der Bluetooth-App jetzt gleich weitermachen und hier gucken, welche Veränderungen wir haben, kalibrieren wir eben schnell noch. Weil ich brauche keine 1,5 Ampere, meine ich. Ich schaue mal kurz die Messzange dran. Ich habe einen Ladestrom eigentlich von 1,2 Ampere. Das BMS zeigt jetzt hier 1,5 an. Wir gehen in die Kalibration. Am besten, da müsst ihr jetzt gucken, dass ihr eine Last, also keine Last drauf habt, weil als erstes müsst ihr einmal eine Nullkalibration machen. Sagt ihr kalibrieren. Nicht den Haken nicht vergessen. Kalibrieren. Eigentlich dürfte da 0 stehen danach. Gut, hat er jetzt gemacht. Danach könnt ihr diesen Haken hier setzen. Wir geben eine Last drauf. Jetzt steht hier natürlich ein Wert drin, der einfach viel zu groß ist. Ich messe jetzt nochmal nach, wie viel wir hier wirklich rausziehen. 1,2 Ampere. Und jetzt müsst ihr darauf achten, bei manchen BMS ist das andersrum. Also, wie wir jetzt sehen, er meint, wir laden, wir haben hier dieses Blitz. So, wir entnehmen ja, das heißt, wir geben hier ein Minus davor, das ist wichtig, das Vorzeichen. Minus 1200 mA und sagen kalibrieren. Manchmal macht es Sinn, nochmal das ein zweites Mal und ein drittes Mal zu machen. Aber das ist ja schon okay. Also ein bisschen Toleranz habt ihr immer. Also so 200-300 mA geht es gerne mal daneben. Das klappt halt bei so einer kleinen Last nicht so hundertprozentig. Wenn ihr ein bisschen größere Last habt, ist es ein bisschen besser zu kalibrieren. Aber auch hiermit funktioniert. Sehen wir auch, wir sind halt 40 mA. Daneben ist jetzt nicht die Welt, das ist okay. Ja, dann gehen wir wieder auf die Bluetooth-App und gucken mal, ob wir das Licht hinter mir jetzt ausschalten können. Wir sehen die neue Software-Version, Parameter und ich sage aus, Kennwort 1.2.6. Der DIP-Schalter bewegt sich, aber irgendwie bleibt das Licht an. Wir machen mal beide aus.
Also wie wir sehen, die Firmware-Updates sind halt auf jedem BMS so ein bisschen anders. Wobei irgendwas ändert sich doch. Weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme sieht, aber das Licht wird schwächer. Wir gucken erstmal die anderen Einstellungen. Für die meisten wahrscheinlich mit eins der interessantesten Sachen das Kennwort ändern. Auswahl. Es passiert nichts. Er meckert aber, wenn das Kennwort falsch ist. Hat er es vielleicht trotzdem übernommen? Wir trennen mal die Verbindung. Nee, Kennwortänderung funktioniert zumindest hier jetzt auch noch nicht. Vielleicht liegt das echt an dem Bluetooth-Dongle. Das kann ich so nicht sagen. Was halt auch komisch ist, dass ich hier nicht ausschalten kann, wobei sich die Spannung ändert. Ich habe die Zeit noch mal kurz genutzt und habe ein bisschen rumgetestet und habe gerade festgestellt, das BMS hat einen Weg. Ich habe gerade mal die Spannung hochgesetzt, ob man das abschalten sollte. Es hat quasi abgeschaltet, aber das Licht blieb weiterhin an. Da scheinen anscheinend irgendwelche MOSFETs nicht mehr wegzuschalten. Deswegen fällt die Spannung auch. Oder wahrscheinlich nur ein MOSFET, was platt ist. Deswegen fällt die Spannung halt auch runter, aber immer noch so viel, dass das Licht an bleibt. Okay, also das Update hat auf jeden Fall auch bewirkt, dass man jetzt schalten konnte, was vorher nicht ging. Zur Überprüfung, dass es nicht am Update lag, habe ich auch die Version vom 3. Januar drauf gespielt. Damit ging das Ein- und Ausschalten ja gar nicht. Habe einfach auch wieder die Spannung hochgesetzt zum Testen, ob es da abschaltet. Nein, tut es auch nicht. Es liegt also definitiv daran, dass das BMS hier in dem Fall einen Weg hat. Haben wir nebenbei auch mal rausgefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.